Das Turiner Grabtuch ist eine rätselhafte Reliquie. Viele glauben, dass es das wahre Gesicht Christi zeigt. Es gibt viele Gläubige, die ganz deutlich spüren, dass es von Christus stammt. Manche sind überzeugt, dass Christus nach seinem Tod in dieses Leinen gewickelt wurde. Ich bin überzeugt, dass es sich um das Grabtuch Jesu handelt. Die Wissenschaft hält es für einen Schwindel aus dem Mittelalter. Genauso rätselhaft wie das Tuch selbst ist die Frage, wie das Abbild darauf entstanden ist. In den 80er Jahren kamen Untersuchungen zu dem Schluss, dass das Tuch im 14. Jahrhundert angefertigt wurde. Um 1350 wurde die westliche Christenheit zum ersten Mal auf das Tuch aufmerksam. Aber ein Mann ist anderer Meinung. Er sagt, dass ein so einzigartiges Artefakt auch auf ganz besondere Weise untersucht werden sollte. Als ich das Tuch zum ersten Mal sah, da spürte ich die Unendlichkeit in mir. Dieser Wissenschaftler hat sein ganzes Leben der Untersuchung des Tuchs aus Turin gewidmet. Aber kann er auch beweisen, dass Christus darin zu Grabe gelegt wurde? Turin 1968. Ein Junge namens Giulio Fanti macht mit seinen Eltern Urlaub in der Stadt. In seinem Reiseführer hat er alle Orte markiert, die er besuchen möchte. Mit 12 besuchte ich Turin. Ich hatte in einem Reiseführer gelesen, dass dort das Grabtuch Jesu Christi aufbewahrt wird. Das wollte ich mir gerne ansehen, also bin ich direkt zur Kirche gegangen. Aber dort erlebt der junge Giulio eine Enttäuschung. In der Kirche sagte man mir, dass das Grabtuch geschützt aufbewahrt wird und ich es mir nicht ansehen könne. Das Grabtuch wird nur selten öffentlich ausgestellt. Die meiste Zeit liegt es verschlossen in einer Truhe mit geregelter Temperatur. Im 20. Jahrhundert wurde das Grabtuch lediglich 4-mal ausgestellt. Im Schnitt also nur alle 25 Jahre. Obwohl Giulio das Tuch nicht zu Gesicht bekommt, hinterlässt dieses Erlebnis einen nachhaltigen Eindruck. Alles, was ich tun konnte, war ein Foto von dem Grabtuch zu kaufen. Das habe ich mir dann ins Zimmer gehängt. Giulio Fanti wird für immer von diesem rätselhaften Objekt fasziniert bleiben. Jerusalem im Jahr 33. Jesus von Nazareth ist wegen Majestätsbeleidigung zum Tod durch Kreuzigung verurteilt. Er erleidet zahlreiche Verletzungen. Er wird ausgepeitscht. Ihm wird eine Dornenkrone aufgesetzt und er wird ans Kreuz genagelt. Man treibt ihm eine Lanze in die Seite. Nach seinem Tod wird er in einer Höhle beerdigt. Alle Evangelien sprechen davon, dass er in sauberen Leinen beerdigt wurde. Nach Johannes wird der Stoff sogar detailliert beschrieben. Nach 3 Tagen betreten die Vertrauten von Jesus das Grab. Seine Leiche finden sie nicht, wohl aber das Grabtuch. Bei Johannes heißt es, dass Petrus und Johannes zur Höhle liefen. Petrus ging hinein und sah dort das Tuch liegen.
Es gibt diesen wunderschönen Satz, er sah und glaubte es. Er hat also etwas gesehen. War es das Grabtuch mit Jesus' Antlitz darauf? Vielleicht. Das Turiner Tuch gilt vielen als Grabtuch Christi. Doch wie Fanti erfährt, wird heftig über die Echtheit der Reliquie debattiert. Das Tuch ist ein ganz besonderer Gegenstand, der viele Diskussionen entfacht hat. Es ist für Wissenschaftler sehr interessant, aber eben auch für religiöse Menschen. Fanti bemerkt, dass viele Zweifel am Ursprung des Grabtuchs hegen. Denn dieses Tuch tauchte erst wieder im Mittelalter auf. Die Reliquie wird um 1350 zum ersten Mal wieder erwähnt, als sie in Lire in Frankreich ausgestellt wurde. Das Tuch tauchte wie aus dem Nichts auf. Es wurde damals nie erklärt, wo es eigentlich herkam. Zumindest ist nichts überliefert. Fanti durchsucht die Archive und findet heraus, dass die Ausstellung unglaublich populär war. Aber auch in der Kirche wurde die Echtheit der Reliquie angezweifelt. Ein Bischof aus der Gegend wandte sich damals mit einem Schreiben an den Papst. Dieser Brief an Papst Clemens aus dem Jahr 1389 ist ein sehr wichtiges Dokument. Der Bischof erwähnt dort eine Untersuchung, die 30 Jahre zuvor sein Vorgänger, Henry von Poitiers, veranlasst hat. Und der hatte angeblich den Maler aufgespürt, der das Tuch gefälscht hatte. Damals wurde offiziell eine Fälschung festgestellt. Die Skepsis dieses Gottesmannes erstaunt Fanti. Aber vielleicht hatte der Bischof auch niedere Beweggründe. Vielleicht ging es ihm auch um Geld. Und er hätte die Pilger lieber in seiner Diözese gesehen, als beim Grabtuch. In jedem Fall gab es eine gewaltige Nachfrage nach christlichen Reliquien, die auch Fälschungen provoziert hat. Die Herstellung von Reliquien war im Mittelalter fast schon ein eigener Wirtschaftszweig. Mit dem Inhalt aller Gefäße, die angeblich die Tränen Christi enthalten, könnte man die Titanic wieder in See stechen lassen. Eine Reliquie, in die Jesus' Leichnam kurz vor der Auferstehung eingewickelt war, würde das alles in den Schatten stellen. Eine Reliquie wie das Turiner Grabtuch ist eine Reliquie erster Ordnung, da sie direkt mit Christus in Verbindung steht. Das verleiht ihr große Bedeutung. Fanti begreift, dass eine solche Reliquie auch eine wichtige Rolle für die regionale Wirtschaft spielte. Eine der größten Einnahmequellen der Kirchen war das Pilgertum. Die Pilger kamen, übernachteten und kauften ein. Je bedeutender die Reliquien waren, die eine Stadt zu bieten hatte, desto größer war das Geschäft mit den Pilgern. Turin 1998. Giulio Fanti, der die Stadt als Teenager besuchte, ist erwachsen geworden und lehrt als Dozent an der Fakultät für Ingenieurswissenschaften. Nach 30 Jahren kehrt er erstmals wieder nach Turin zurück. Doch dieses Mal kann er das Turiner Grabtuch tatsächlich mit eigenen Augen sehen. The first time I saw it, 1998 sah ich das Grabtuch im Rahmen einer Ausstellung zum ersten Mal.
Für mich war das ein ganz besonderer Moment. Ich hatte schon einige Nachforschungen angestellt und wollte sichergehen, dass das Tuch wirklich echt ist. Giulio Fanti möchte sein Leben dieser einen Aufgabe widmen. Er will die Geheimnisse des Turiner Grabtuchs aufdecken. Also fragt er genau an dieser Stelle, ob er sich das Richtige vorgenommen hat. Ich habe dem Mann auf dem Tuch eine eindeutige Frage gestellt. Und während ich da stand und das Grabtuch betrachtete, bekam ich eine ganz klare Antwort. Ich habe es tief in mir gespürt. Klar und deutlich. Diese religiöse Erfahrung bestätigt Fanti darin, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Er konzentriert sich auf die neuere Geschichte der Reliquie. Bald hat er seinen ersten Durchbruch, als er auf entscheidende Informationen stößt. 1898 begann der Prozess der wissenschaftlichen Untersuchung des Tuches. Die italienischen Behörden geben einem Fotografen ganz überraschend eine einmalige Chance. Secondo Pia machte das erste Foto vom Grabtuch. Doch sein erster Versuch scheitert. Die Negative sind unterbelichtet. 3 Tage später startet er einen neuen Anlauf. Und durch diese Aufnahmen wurde es möglich, das Tuch auf eine ganz neue Weise zu betrachten. Das Negativ zeigte das Bild auf dem Grabtuch plötzlich so, wie man im normalen Leben Menschen wahrnimmt. Da sieht man helle Stellen mit dunklen Schatten und nicht etwa umgekehrt, wie das normalerweise bei Negativen der Fall ist. Dadurch zogen die Fotos vom Grabtuch ein enormes Interesse auf sich. Das Grabtuch, das jahrhundertelang als Obskurität vernachlässigt wurde, gehört mit einem Mal zu den bekanntesten Reliquien des Christentums. Es gibt viele Leinentücher in der Geschichte der Kirche, die in irgendeiner Form ein Bild von Christus zeigen. Das Schweißtuch der Veronika zum Beispiel. Doch nach dem Foto von Secondo Pia war das Tuch von Turin nicht mehr nur eines unter vielen. Nach Jahrhunderten stellt sich erneut die Frage, die Christen auf der ganzen Welt wieder Hoffnung gibt. Ist das Turiner Grabtuch letztendlich doch echt? Turin 1978. Die Kirche genehmigt die aufwendigste wissenschaftliche Untersuchung des Turiner Grabtuchs. Durchgeführt von einer Gruppe Wissenschaftler, die sich den Namen Stirp geben. Stirp war eine Non-Profit-Organisation, die eigens zu dem Zweck gegründet wurde, das Tuch zu untersuchen. Die Abkürzung steht für Shroud of Turin Research Project. Die Wissenschaftler sind entschlossen, das Rätsel des Leintuchs zu lösen. Wissenschaftlich gesehen waren die Untersuchungen von Stirp die wichtigsten. Den Forschern ist bewusst, dass ihre Untersuchung ein historisches Ereignis ist. Sie haben monatelang auf diesen Moment gewartet. Man brachte uns das Grabtuch in rote Seide gewickelt, in unseren Untersuchungsraum in Palazzo Reale. Dann kam es auf den Untersuchungstisch und wir bereiteten unsere Tests vor. Die Wissenschaftler haben nur 5 Tage, um ihre Tests durchzuführen. Sie arbeiten Tag und Nacht, um so viele Analysen wie möglich abzuschließen. Während die einen schlafen, arbeiten die anderen weiter. Wir haben zum Beispiel wissenschaftliche Aufnahmen gemacht.
in Farbe und in Schwarz-Weiß. Wir haben mikroskopische Bilder gemacht und mit Röntgenstrahlen die Fluoreszenz untersucht. Unterschiedliche Atome geben dann unterschiedliche Strahlung ab. Als die Zeit knapp wird, fährt das Team den technischen Aufwand ein wenig zurück. Wir haben mithilfe von schadstofffreiem Klebeband Proben von dem Tuch entnommen. Dazu fährt man mit einem druckempfindlichen Roller ganz vorsichtig über die Oberfläche und zieht so Partikel vom Tuch ab. Nach 120 Stunden pausenloser Experimente ist die Zeit abgelaufen. Das Turiner Grabtuch kehrt für weitere 10 Jahre in die Kapelle zurück. Giulio Fanti ist von den Ergebnissen verblüfft. Sturp testete, ob ein Fälscher erst das geisterhafte Gesicht gemalt hatte und dann rote Flecken hinzufügte, um die Wunden zu simulieren. Doch die roten Flecken bestanden nicht aus Farbe, sondern tatsächlich aus menschlichem Blut. Die Blutspuren waren rötliche Verkrustungen auf der Oberfläche des Textils. Aber könnte nicht auch ein Fälscher Blut auf dem Tuch verspritzt haben? Fanti sieht dafür keine Hinweise. Die Verteilung des Blutes entspricht der Lage der Wunden, die Christus während der Kreuzigung zugefügt worden sein sollen. Ein Speerstich in der Seite der Brust und hunderte von Wunden quer über dem Körper von den Peitschen der Römer. Überall auf dem Bild, aber vor allem hier, wo der Rücken war, sieht man Blutspuren von Peitschenwunden. Insgesamt sind es 300 auf dem ganzen Körper. Es gab keine Hinweise darauf, dass ein Künstler diese Spuren gefälscht haben könnte. Aber vielleicht hat ein cleverer Maler das Bild des Körpers nachgemalt. Wenn ja, dann sollte die Farbe durch das ganze Gewebe gedrungen sein. Aber Sturp fand heraus, dass das Abbild des Körpers nur auf der Oberfläche des Tuches nachzuweisen war. Wir haben keine Farbstoffteilchen nachweisen können. Und das Bild befindet sich nur auf der Oberfläche des Tuchs. Das Abbild geht nicht in die tiefer liegenden Schichten des Gewebes. Fanti möchte die Ergebnisse von Sturp auf eigene Faust bestätigen. Er untersucht Fotos von dem Stoff unter dem Mikroskop bis hin zur einzelnen Faser. Um die Besonderheiten der Abbildung auf dem Tuch zu verstehen, kann man es zum Beispiel 300-fach vergrößern. Dann erhält man dieses Modell. Hier sieht man einen Faden des Tuches. Jeder Faden besteht aus flexiblen Fasern. In diesem Modell sieht man etwa 100 Fasern. Manche sind farbig, wie auf dem Bild. Das sind diese roten hier. Und andere sind nicht farbig. Bei einer Bemalung wäre der ganze Faden voller Farbe gewesen. Doch hier sind nur die obersten Fasern betroffen. Der Wissenschaftler ist überzeugt, wenn das Abbild nur auf einzelnen mikroskopischen Fasern liegt, dann kann es nicht von einem Maler hergestellt worden sein. Mit dem Pinsel müsste er die Vorderseite der Faser bemalen,
und dann auch noch die Rückseite, ohne eine der anderen Fasern zu berühren. Und das millionenfach, eine Faser nach der anderen, um dieses Ergebnis zu erzielen. Das ist unmöglich. Für Fanti hat Staub den Beweis erbracht, dass das Tuch keine Fälschung ist. Aber ist es auch tatsächlich das Grabtuch Christi? Der Vatikan in Rom 1988. 10 Jahre sind seit den Untersuchungen von Staub vergangen. Es werden zunehmend Stimmen laut, die fordern, das Alter des Tuches mit der Radiokarbonmethode zu bestimmen. So soll schlussendlich bewiesen werden, dass das Turiner Tuch aus der Zeit Christi stammt. Aber die Kirche spielt nicht mit. Für den Test müsste das Tuch zerschnitten werden und die Proben würden verbrannt. Doch nach langen, zähen Verhandlungen gibt der Vatikan schließlich seine Erlaubnis. Es geht um eine Methode zur Altersbestimmung von organischem Material. Man löst den Kohlenstoff aus, der sich in einem Objekt zum Zeitpunkt der Entstehung abgelagert hat. Bei Textilien geht es um die Baumwollfasern oder den Flachs. Dann bestimmt man das Alter anhand des Wachstums dieser Fasern. Am 21. April 1988 wird das Tuch unter den wachsamen Augen des Vatikans zerschnitten. Die Proben werden an 3 Labore versandt. Nach Tucson im US-Bundesstaat Arizona, nach Oxford und nach Zürich. Wenn man das Alter eines Objektes bestimmen möchte, dann genügt normalerweise ein einzelnes Labor. Aber bei so einer kontroversen Sache wollte man 3 Vergleichsergebnisse vorliegen haben, die unabhängig voneinander erzielt wurden. Die Ergebnisse werden bis zum 13. Oktober unter Verschluss gehalten und dann mit großem Pomp der Welt präsentiert. Das Tuch ist eine Fälschung. Die Ergebnisse sind eindeutig. Die Proben stammen aus dem Mittelalter. Mit einer Abweichung von höchstens 1 Jahrhundert. Alle 3 Labore haben mit einer Sicherheit von 95% das gleiche Ergebnis erzielt. Das Tuch stammt aus dem 13. oder 14. Jahrhundert. ...1998 im italienischen Padua. Seit dem vernichtenden Urteil des Kohlenstofftests sind 10 Jahre vergangen. Aber für Fanti wäre es ein großer Widerspruch, wenn ein Fälscher das Leinen bemalt haben sollte. Er ist sicher, dass etwas übersehen wurde. Ich hatte gewaltige Zweifel am Wahrheitsgehalt dieser Schlagzeilen. Irgendetwas sagte mir, dass das Tuch echt ist. Fanti bereitet seine eigenen Nachforschungen vor. Er ist sich darüber im Klaren, dass sein Glaube den wissenschaftlichen Blick dabei nicht trüben darf. Man muss die wissenschaftlichen Aspekte dieses Phänomens ganz klar von den religiösen trennen. Daran habe ich mich von Anfang an gehalten. Fanti vermutet einen Fehler in der Altersbestimmung durch die Radiokarbonmethode. Womöglich hat ein Ereignis aus der Geschichte des Grabtuchs die Ergebnisse beeinflusst. 1532. Das Tuch liegt in einer Kirche in den Alpen. Und eines Nachts geht diese Kirche in Flammen auf. ...1532 wurde das Tuch beschädigt. Es ist das einzige Mal, von dem wir wissen. In der Kapelle wütete ein Feuer. At
Das Tuch wurde damals in einer verschlossenen silbernen Truhe aufbewahrt. Man hat Leib und Leben riskiert, um das Tuch zu retten. Als sie die Truhe endlich aufbekamen, war diese schon so stark erhitzt, dass das Silber teilweise abgeschmolzen war und sich durch das Tuch gefressen hatte. Diese Brandlöcher kann man heute noch sehen. Das Tuch übersteht das Feuer. Rasch versucht man, es wiederherzustellen. Und natürlich verwendet man dabei keine Fäden aus Jesu-Zeit, sondern aus dem Mittelalter. Sofort nach dem Feuer wurde das Tuch einem Nonnenorden überreicht. Die Nonnen haben es geflickt. Gerade an den Stellen, an denen sich das Abbild befindet. Um den Schaden auszubessern, mussten sie einige der Fasern wieder einnähen. Fanti fragt sich, ob die Proben bei dem Kohlenstofftest vielleicht nachträglich eingefasste Fäden aus dem Mittelalter enthielten, die das Ergebnis verfälschten. Oxford in England. Hier befindet sich die sogenannte Radiocarbon Accelerator Unit, in der 1988 eine der Analysen des Tuches durchgeführt wurde. Könnte hier ein falsches Ergebnis festgestellt worden sein? Die Proben wurden zwar bei der Untersuchung zerstört, aber in Oxford hat man immer noch Fotos von ihnen. Pam Moon, die an den Testergebnissen ähnliche Zweifel hegt wie Fanti, bittet das Labor um diese Fotos. Sie möchte die Vorder- und die Rückseite des Materials genau begutachten. Die Bilder aus Oxford waren sehr hilfreich. Auf ihnen sind sehr viele Details zu erkennen. Das Labor übergibt ihr alle aufgenommenen Fotos. Beim Überprüfen fallen Pam Moon einige bemerkenswerte Dinge auf. Auf den ersten Blick scheint es in hervorragendem Zustand zu sein, aber dann sieht man da einen Schatten. Ein Foto von der Rückseite zeigt jedoch, dass es sich nicht um einen Schatten handelt. Was da wie ein Schatten aussieht, ist tatsächlich ein Fleck. Die ganze Probe hatte solche Spuren. Zudem sah man Hinweise auf nachträglich eingewebtes Material. An manchen Stellen ist es stärker gespannt als an anderen. Man sieht Hitzeschäden, wo es zusammengeschrumpft ist. Dieses Textilstück war auf jeden Fall starken Einflüssen ausgesetzt. Fanti ist überzeugt, dass diese neuen Erkenntnisse die Glaubwürdigkeit des Kohlenstofftests in Frage stellen. Er würde diesen Test gerne noch einmal durchführen, aber das ist nicht möglich. Die Proben sind vernichtet und der Vatikan lässt seit Jahrzehnten niemanden mehr an das Tuch heran. Seit der Altersbestimmung gab es keine offiziellen Experimente mehr mit dem Tuch. Es wird bis heute unter Verschluss gehalten. Fanti steckt in einer Sackgasse. Ohne Materialproben kann er keine Experimente durchführen. Aber gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, das Alter des Grabtuchs zu bestimmen? Fanti taucht in die Historie ein. Er findet eine Zeichnung von einem ähnlichen Tuch, die vor dem 14. Jahrhundert entstand. In einer ungarischen Sammlung von Dokumenten, dem Codex Prahi, findet sich ein Bild von Christus auf einem Tuch mit dem typischen Fischgrätenwebmuster.
Dort fallen Fanti vier kreisförmige Markierungen auf. Die gleichen befinden sich auch auf dem Turiner Tuch. Der Codex Prai stammt mit großer Sicherheit aus dem 12. Jahrhundert. Diese Datierung gilt als äußerst zuverlässig. Er ist also mindestens 100 Jahre älter, als das Tuch sein soll. Könnte das Grabtuch von Turin also älter sein, als die Radiokarbonmethode festgestellt hat? Haben sich die Forscher geirrt? Je tiefer Fanti in die Archive eintaucht, desto mehr Bilder findet er, die dem Abbild auf dem Tuch zum Verwechseln ähnlich sind. In Padua befindet sich eine der renommiertesten Universitäten Italiens. Fanti erkennt, dass es ihm nicht gelingen wird, das korrekte Alter des Tuches auf eigene Faust zu bestimmen. Doch überall auf der Welt arbeiten Wissenschaftler an der gleichen Frage. Also ruft Fanti eine Gruppe ins Leben, um mit Gleichgesinnten forschen zu können. 2002 habe ich die Gruppe Shroud Science gegründet. Sie versammelt viele Wissenschaftler, die Nachforschungen zum Turiner Grabtuch anstellen. Fanti bemerkt schnell, dass es nur einen Weg gibt, um an Materialproben des Tuchs zu kommen. Er muss sich an Sturp wenden, das wissenschaftliche Team, das 1978 das Tuch untersucht hat. Der Vatikan lässt nur die Proben gelten, die 1978 von Sturp genommen wurden. Als Leiter von Shroud Science wendet Fanti sich an jedes einzelne Mitglied von Sturp. Er wartet auf Antwort, bis ihn eines Tages ein Brief erreicht. Die erste Probe kam von Ray Rogers, der sich mit dem Verschicken von empfindlichen Materialien offensichtlich nicht so gut auskannte. Fanti bemerkt sofort ein Problem. Er hatte einen Glasbehälter mit den Fasern in einen einfachen Umschlag gesteckt. Womöglich gab es einen Unfall während des Transports. Das Glas war jedenfalls kaputt und der Umschlag war offen. Wenn die Fasern fehlen, ist die ganze Sendung nutzlos. Fanti durchstöbert das Glas auf der Suche nach den Fasern. Mit dem Mikroskop habe ich die Faser dann zwischen den Glasscherben entdeckt. Ich hatte großes Glück, dass in dem Umschlag noch etwas zu finden war. Mit dieser Originalfaser aus dem Tuch können Giulio Fantis Experimente zur Altersbestimmung beginnen. Fanti entwickelt drei Tests, die gänzlich anders funktionieren als die Radiokarbonmethode. Ich bin auf alternative Ansätze gestoßen, um das Alter des Tuchs zu bestimmen. Fanti ist überzeugt, dass der Mittelwert dieser Experimente das korrekte Alter ergibt. Um eine Hypothese wissenschaftlich zu beweisen, ist es wesentlich, diese Hypothese aus so vielen Perspektiven wie möglich zu betrachten. Es beginnt mit einem Tragfähigkeitsversuch. Jedes Material hat eine bestimmte Tragkraft, die mit der Zeit abnimmt. Die Stärke der Faser wird Fanti zeigen, wie alt sie ist. Bei der mechanischen Altersbestimmung kamen wir mit einer Zuverlässigkeit von 95% auf das Jahr 400 nach Christus. Dieser Test hat bereits bewiesen, dass das Ergebnis der Radiokarbonmethode falsch war. Eine verblüffende Wende in der Erforschung des Grabtuchs. Aber das Jahr 400
liegt immer noch lange nach dem Begräbnis Christi. Kann Fanti diesen Widerspruch tilgen? Fanti führt die nächsten zwei Experimente durch. Er nutzt ein Infrarotspektrometer und einen Laser. Bei diesen Tests wird die Lichtreflexion des Materials untersucht. Älteres Material reflektiert weniger gut. Fanti beginnt mit den Tests. Die Faser reflektiert überraschend wenig Licht. Nach diesem Test wurde sie 300 bis 200 vor Christus angefertigt, 1500 Jahre vor der Datierung des Kohlenstofftests. Schritt für Schritt kamen wir unserem Ergebnis näher. Mit jedem Experiment freuten wir uns ein bisschen mehr. Fanti hat am Ende drei neue Ergebnisse, die sich grundlegend von der Altersbestimmung durch die Radiokarbonmethode unterscheiden. Nun muss er nur noch den Mittelwert aus den drei neuen Datierungen bilden. Sein Endergebnis ist 33 vor Christus. Demzufolge entstand das Tuch kurz vor der Zeit Jesu. Endlich nimmt die Öffentlichkeit Notiz von Fantis Arbeiten. Auch andere Wissenschaftler werden darauf aufmerksam. Er hat ein Entstehungsdatum ermittelt, das zu unserer Annahme passt. Jede Forschung, die in diese Richtung weist, finde ich großartig. Aber für Fanti ist die Arbeit noch nicht getan. Er hat womöglich bewiesen, dass das Tuch ungefähr aus der Zeit Christi stammt. Aber das größte Geheimnis bleibt ungelüftet. Wie entstand das außergewöhnliche Abbild auf dem Tuch? Pilger, die nach Turin kommen, stehen wie gebannt vor dem geisterhaften Antlitz auf dem Tuch. Aber dieses Bild stellt Gläubige und Skeptiker noch immer vor ein Rätsel. Das Turiner Grabtuch ist ein wenig wie das Monster von Loch Ness. Es hat leidenschaftliche Anhänger, genauso wie eifrige Skeptiker. Wer es für eine Fälschung hält, der muss erklären, wie ein Mensch aus dem Mittelalter ein Bild hergestellt haben soll, das die moderne Wissenschaft nicht nachstellen kann. Fanti will das Rätsel ein für allemal lösen. Die Skeptiker haben unterschiedliche Methoden vermutet, mit denen ein Fälscher zu Werke gegangen sein könnte. Malerei, Fotografie oder sogar mit Hilfe eines chemischen Prozesses. Aber nichts davon erklärt, wieso das Abbild nur auf der Oberfläche des Materials ruht. Es gibt viele Hypothesen zur Entstehung des Bildes. Aber keine davon erklärt all das, was wir mit eigenen Augen sehen. Fanti fragt sich, welche natürlichen Prozesse einen so flachen Abdruck hinterlassen haben könnten. Als Dozent für Thermografie kennt er sich mit den Effekten der Elektrizität aus. Die Entladungen in solchen Plasmakugeln haben es ihm besonders angetan. Auf einem kleinen Stück Tuch kann nur durch Elektrizität über eine Periode von 24 Stunden ein Bild entstehen. Wenn ich die Kugel berühre, entsteht eine Verbindung mit meinem Finger und es findet eine Entladung statt. Um ein Bild wie das auf dem Grabtuch zu reproduzieren, legen wir ein Leinentuch auf die Kugel. Wenn ich das Leinen jetzt mit der Hand berühre, sieht man schon ein Abbild.
Und wenn ich für eine Weile so verharre, dann entsteht ein Bild, das ganz ähnliche Eigenschaften hat wie das auf dem Grabtuch. Aber funktioniert das Ganze auch mit einer Figur von Christus und einem großen Tuch? Die Spannung müsste dafür auf hunderttausende Volt erhöht werden. Der Prozess ist sehr komplex. Man braucht hohe Spannungen, um ein passendes elektrisches Feld zu erzeugen, welches das Gas ionisiert. Fanti experimentiert tagelang mit potenziell tödlichen Spannungen. Aber sein Versuch scheitert. Anfangs bin ich mit großer Vorfreude an die Sache herangegangen. Aber die hat sich schnell gelegt. Das Ergebnis war negativ. Auf dem Leintuch findet sich nichts. Fanti versucht es noch einmal. Er dreht den Strom beinahe voll auf und bombardiert das Gewebe über 24 Stunden lang mit elektrischen Teilchen. Mit diesen Einstellungen funktioniert es. Fanti findet bei seiner Rückkehr ein Abbild vor. Man muss die Energieladung sehr genau einstellen. Aber dann ist es möglich, ein Abbild auf dem Stoff zu erhalten. Fanti ist begeistert. Das Bild ist dem Abbild auf dem Grabtuch näher als alles, was er bisher gesehen hat. Mit der sogenannten Sprühentladung erreicht man die größte Ähnlichkeit zwischen Experiment und Original. Fünfzehn Jahre zuvor stand Fanti vor dem Grabtuch und bat um göttliche Hilfestellung. Vor noch längerer Zeit, bei einer Reise in Kindertagen, war seine lebenslange Faszination erwacht. Die Testergebnisse beweisen ihm, dass er mit seiner Entscheidung, die sein Leben veränderte, richtig lag. Für Fanti ist das Grabtuch von Turin keine Fälschung aus dem Mittelalter. Es könnte tatsächlich das Leinen sein, in dem Christus zu Grabe gelegt wurde. Dennoch kann er eine Frage nicht verdrängen. Was könnte im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung eine so gewaltige elektrische Ladung ausgelöst haben? Beim Überprüfen seiner Experimente bleibt nur eine Hypothese bestehen, und zwar die denkbar kontroverseste. Es handelte sich um ein göttliches Wunder. Das ist doch die wichtigste Botschaft des Grabtuchs. Es war um einen wiederauferstandenen Mann gewickelt. Fanti ist überzeugt, dass das Turiner Grabtuch bei der Beerdigung Christi benutzt wurde und auch ein Zeugnis von seiner Auferstehung ist. Wenn das Tuch aus Turin das Grabtuch Christi ist, dann wäre er auch darin auferstanden. Vielleicht ist das die wahre Bedeutung des Tuchs. Für Giulio Fanti zeigt das Tuch die Wiederauferstehung Jesu, was ihn in seinem Glauben bestätigt. Es zeigt uns, dass es ein zweites Leben nach diesem Leben gibt.